Herzlich willkommen, liebe Freunde. Mein Name ist Jivako. Das heutige Videofilmchen nenne ich mal über die Schwachsinnigkeit der Menschen. Ja, und worum geht das heute? Ich sitze gerade am Rechner und schreibe. Und so wie sich's zeigt, ist es der Beginn eines weiteren Buches, was sich um die Lage der Welt dreht. Allerdings nicht um das, was da draußen läuft, natürlich auch das, doch das hat alles eine Ursache. Und die Ursache liegt nun mal nicht da draußen, sondern die Ursache liegt in jedem Einzelnen. Zwar ist es so, dass ich bereits ein Buch geschrieben habe, das heißt das Buch der Macht, in dem alles klar dargelegt ist, was erforderlich ist, um aus der Befangenheit auszusteigen und in die Souveränität zu kommen. Doch das Buch, ja, es haben viele gelesen, doch leider nur ein Fuzzi-Mini-Teil der Menschen, denen es und auch der Welt helfen könnte und sicherlich würde. Also, was mache ich? Ich fahre fort wie jeden Tag mit der Botschaft. Unermüdlich, und zwar deshalb, weil ich glaube an die Menschen. Und ich glaube auch daran, dass es beständiger Bemühung, beständiger Arbeit, beständiger Tätigkeit bedarf, um die Menschen aufmerksam zu machen. Und ich würde dir jetzt gerne einen kleinen Eindruck vermitteln von dem, was ich hier geschrieben habe, dir einen Einblick geben, falls du das wünschst. Falls das uninteressant für dich ist, schalt ab. Es gibt genügend andere Informationen, die dich unterhalten können. Doch wenn du nicht an Unterhaltung interessiert bist, sondern an Selbstermächtigung, dann hör es dir gerne an. Die Vollkommenheit des Menschen, des menschlichen Wesens und die Macht des Wortes. Es heißt, dass am Anfang der Schöpfung das Wort gewesen sei. Was das bedeutet und was praktisch hieraus zu schöpfen ist, will ich nun erläutern. Denn wer das Geheimnis hinter dieser Aussage kennt, kann sich aus der Fremdbestimmung durch fremde Mächte lösen und zu Freiheit gelangen. Was immer von Menschen erdacht wird, das wird durch sie zur Verkörperung in der Welt gelangen. Hieran besteht kein Zweifel, denn jede noch so kranke Idee, die von kranken Menschen ersonnen wurde, kam letztlich in Form von Unheil, Krieg und Zerstörung in diese Welt. Dies werden viele bereitwillig bestätigen. Doch wenn es um die eigene Schöpfungsfähigkeit und Macht geht, verharren die meisten Menschen in Kleinlichkeit und Ohnmacht. Ich behaupte, dass jeder Mensch nicht nur das zum Ausdruck bringen kann, sondern exakt das zum Ausdruck bringt, was er denkt. Genau an diesem Punkt wiegeln nun viele ab, entziehen sich ihrer Verantwortung und geben damit ihre Macht bereitwillig an andere ab. Ein Flugzeug, ich weiß, es ist schwer, bei der Sache zu bleiben in dieser Welt. Es gibt so viel Ablenkung.
Doch, was hilft's? Besinnen, immer wieder. Weiter geht's im Text. Dieser kleine Mut ist der Grund dafür, dass so viele Menschen dem Diktat fremder Mächte folgen und zu deren Bürgen werden. Oder in einem anderen Wort, zu Bürgern. Die Masse der Menschen auf diesem Planeten leben daher in völliger Unkenntnis über die Macht und die Freiheit ihres eigenen Wesens. Wüssten die Menschen um ihre Schöpfungsmacht und wären sie sich ihrer selbst bewusst, hätte keine fremde Macht mehr die Möglichkeit, die Menschen zu unterdrücken und ihnen vorzuschreiben, wie sie zu leben, zu tun, zu denken und zu sagen hätten. Doch noch ist es leider genau so. Und deshalb zielt mein ganzes Wirken darauf ab, die Menschen auf ihre Eigenverantwortung und Freiheit hinzuweisen. Die Schöpfung, also das, was sich in der Welt abspielt, ist letztlich nichts anderes als die Antwort des informellen Raumes, wie ich ihn nenne, auf den Willen des Schöpfers. Doch wer ist der Schöpfer? Die einfachste Antwort auf diese Frage lautet: Er ist derjenige, der in der Lage zu denken ist und aus der Art seiner Gedanken ergibt sich dessen konkrete Schöpfung. Hiermit ist jeder Mensch der Schöpfer seiner Realität und sie enthält alles, was sich der Mensch denkt und was er sich vorstellt. Doch woher kommen die Gedanken der Menschen? Nun, in den meisten Fällen denken die Menschen das, was ihnen zuvor beigebracht, gezeigt und eingeredet wurde. Kaum jemand in der heutigen Welt erfindet seine Gedanken noch selbst. Kaum jemand ist sich indessen noch der Freiheit und der Kreativität seines eigenen Wesens bewusst. Kaum jemand ist sich noch der unbegrenzten Möglichkeiten seines kreativen, also schöpferischen Bewusstseins gewahr. Und hierin liegt der Grund, weshalb die allermeisten Menschen nur noch das zu tun, zu denken und zu schöpfen fähig sind, was ihnen zuvor beigebracht worden ist. Was bleibt, sind Abhängigkeit und Fremdbestimmung. Wie kommt es nun, dass die Menschen kaum noch etwas über sich selbst und ihr allmächtiges Wesen wissen? Auch das ist nicht schwer zu beantworten. Und hier ein Zitat: Die meisten Menschen kommen als Genie auf diese Welt und sterben als Idioten. Das Zitat ist von Charles Bukowski. Ich behaupte, dass auf diesem Planeten seit Jahrtausenden ein System wirksam ist, das die Menschen von Geburt an von sich selbst und der Wahrheit abspaltet. Wir alle kennen es. Es trägt die Namen Erziehung und Bildung. Hierbei geht es im Wesentlichen darum, aus kreativen Menschen gefühllose Roboter zu machen,
die nur das tun, denken und sagen, was ihnen unter Androhung und Anwendung von Gewalt weisgemacht wird. Auch wenn die Erziehung eines Menschen schon mit dem Eintritt in seinen materiellen Körper beginnt, will ich meine Darstellung der Einfachheit halber mit dem Tag der Einschulung beginnen. So viel hierzu an dieser Stelle. Es wird weitergehen mit dem Text, mit dem Buch, mit den Videos, mit allem, was ich in die Welt bringen will. Dank der Hilfe von ein paar treuen Freunden, die über genügend Vertrauen verfügen, diesen Weg mit mir zu gehen. Also es wird noch einiges folgen. Und wenn dich das interessiert, dann komm in den Telegram-Kanal. Du findest die Links unterhalb dieses Videos. Es gibt noch viel zu tun. Ich werde auf jeden Fall noch viel tun. Und ich werde unter allen Umständen das Gute schöpfen aus dem, was die Zukunft bringen wird. Und es ist einiges zu erwarten. Deshalb achtet auf euch, achte auf dich, lade dich täglich selbst auf aus der Quelle, nicht den zahllosen Quellen, vermeintlichen Quellen im Außen, sondern aus deiner ureigensten Quelle, nämlich deinem Wesen. Damit wäre schon viel gewonnen, denn dann wirst du über genügend Kraft verfügen, um die hohe Sicht zu halten von den Menschen, von den Mitmenschen, egal was sie auch immer zeigen mögen. Und das wird einiges sein, was sie in Zukunft zeigen werden. Mach dir immer bewusst, jeder Mensch ist seinem Wesen nach ein wundervolles Wesen. Es ist nur so, dass sich die meisten Menschen ihres Wesens nicht mehr bewusst sind. Daher sei dir wenigstens deines eigenen Wesens bewusst und schau auf die Wesen der anderen und verurteile sie nicht und verurteile auch dich selbst nicht für all das, was aufgrund der Programmierung gezeigt wird. Ich bin frei von all dem, was mir beigebracht wurde. Ich bekenne mich zu meinem zeitlosen und perfekten Wesen. Das ist die einzige Macht in meinem Leben, der ich Loyalität schulde. Und ich stelle mich jeden Tag in die Macht meines Wesens. Entwickle mich von der Programmierung, wickel sie ab, auf dass mein perfektes Wesen zum Ausdruck in diese Welt kommen kann. Ein paar Gedanken am Morgen. Ich wünsche dir alles Gute, freue mich auf alles, was da kommt. Herzlich willkommen, den Kontakt zu nehmen. Ich freue mich über jede Unterstützung, die da kommt für diese Arbeit und zur Erhaltung von diesem Player hier. Und ich möchte all denen von Herzen danken, die mir helfen, in welcher Form auch immer. Die Hilfe ist immer willkommen, wenn sie gerne gegeben wird und wenn sie ohne weitere Bedingungen gegeben wird. Denn wie gesagt, die einzige Loyalität, die ich in meinem Leben habe, ist die zu meinem zeitlosen Wesen, den manche auch den Herrn nennen
Doch es geht nicht um den Herrn oder irgendeinen Herrn. Es geht um das Herz. Das ist, was der Herr bedeutet. Und das Herz ist der Sitz oder die Botschaft des Wesens in diesem Körper und in dieser Welt. Von daher, besinne dich auf dein Herz. Schau nicht auf die anderen. Schau auf dein eigenes Herz jeden Tag, am besten in jedem Moment. Denn wenn du auf die anderen schaust, dann werden andere Herren in deinem Leben regieren. Folge nur einem Herrn, deinem Herzen, deinem Wesen. Und das genügt für heute. Auf bald. Tschüss.